So, und weiter geht's. Höre sie schon. Das ist eine seelensaugende Spider. Ich meine, sie kommen hier nicht hoch. Okay, war richtig. So, ich hoffe jetzt, dass ich es bis zur letzten oder vorletzten Kammer schaffe, in der ich dann wunderbar speichern könnte. Bevor mein Freund hier ist und mich gleich abholt. Ich müsste eigentlich in der Zeit noch das Katzenklo machen. Aber erstmal muss ich sicher am Speicherpunkt ankommen. Also lange dauert es tatsächlich nicht mehr. Ich hoffe nur, dass ich schneller bin als er. Speicher auf jeden Fall. Einmal A. Das ist ein ganz komisches Geräusch gerade. Vielleicht ist es auch nur deswegen so komisch, weil ich das erste Mal mit Kopfhörern höre. Ah, jetzt weiß ich zumindest, was es ist. Das ist jetzt sehr wichtig. Sonst muss man am Ende hier wieder zurücklaufen. Ihr werdet noch sehen, wofür das wichtig ist. Und nun genau in diesen Gang rein, der auch wieder binnen lauern müssten. Ja. Oh. War die Zielgerade gerade. Aber auch nur quasi. Hier mache ich jetzt einfach schnell. Dadurch, dass eine Sequenz kommt, ist halt nicht so leicht, mich zu unterbrechen. Und hallo. Gut. Das hätten wir schon mal. Okay. Hat nicht ganz geklappt. So. Und noch einmal speichern. Jedes Mal denke ich krieg das anders weg.
Tada. Den da kriege ich Spinne drin. So, das ist schon mal wichtig. Und das jetzt hier auch. So. Es geht da durch. Komm schon. Alter, quasi, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Komm schon. So. Die Glocke, die da ist, betätigt sie niemals. Tut es einfach nicht. Die Glocke ist ein blödes Mistding. Das hier ist die ekelhafteste Stelle überhaupt. Wenn ich Glück habe, sind die oben festgebackt. Doch nur, wenn ich Glück habe. Aber natürlich nicht. Mano. Wir könnten das so gut schaffen, wenn Razi sich nicht so anstellen würde. Razi. Perfekt. Nummer 2. Jetzt müssen wir die Kiste nur noch hier hinten kriegen. So recht meine ich schon. Das speichere ich kurz. Puh. Das wird spannend hier. 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 Bitte weitergehen. So. Nein. Razi. Oh Gott. So, Razi. Keinen Mist hier bauen. Keinen Mist bauen. Wunderbar. Und wir schleichen uns nach oben. Ganz gewaltig geht nach oben. Müssen wir noch das Ding betätigen. Sehr schön. Sachchen. Sind die mich trotzdem getroffen?
Das hat super geklappt. Nicht die Glocke betätigen. Und lässt du nicht diese Glocke betätigen? Speichern noch einmal. So. Wird schon einmal durch. Switchen hier einmal durch. Und dann sind wir wieder hier. Oh Gott. Was das denn? Okay. Und kann ich den jetzt gerade nicht switchen? Oh, jetzt ist tatsächlich ein Bug drin. Scheiße. Zum Glück habe ich vorher gespeichert. Jetzt. Jetzt geht's wieder. Ruhe. So. Jetzt einmal hier hinten rüber. Und jetzt hoffen. Bin ich oben? Ja. So. Dann aktivieren wir jetzt einmal den Teleporter. Gut, ich werde den Part hier kurz cutten. Wir werden den letzten Abschnitt einfach hier wieder reinschneiden. Und ja. Bis dahin, ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Soul Reaver. Beim letzten Mal, beziehungsweise das, was ja jetzt noch mit in diesem Part drin ist, habe ich ja beim letzten Mal einen kurzen Cut gemacht. Und ich glaube, wir sind jetzt bei Minute 13 oder 14, glaube ich, starten. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Denn beim letzten Mal wurde ich dann ja abgeholt und musste den Part hier beenden. Kurzfristig. Und deswegen wird das, was jetzt kommt, noch quasi mit reingehängt. Und ja, wir sind hier noch in Defons Kathedrale. Und haben uns beim letzten Mal hier schön durchgeprügelt quasi. Und durchgerätselt. Mit den ganzen Kistenrätseln. Und nun würde ich sagen, geht's direkt weiter. Ravi freut sich bestimmt schon. Ich bin froh, wenn wir diesen Ort hier endlich verlassen. Hier stinkt mir nämlich bis zum Himmel. So, jetzt einer nämlich sehr weit geschafft. Boah, und was. Es ist schon so ekelhaft, wenn ich das schon sehe. Dörfchen. Boah. Der verlorene Sohn, du kannst nicht mehr zurück, Raziel. Ich merk's. Sephon, diese Visage steht dir. Eine angemessene Spiegelung deiner Seele. Und du bist auch
nicht mehr sein schöner Raziel, sein hochgeschätzter Erstgeborener, der zum Verräter wurde. Du hast so viele Veränderungen verpasst, kleiner Raziel. Sieh dich nur um. Schau, wie die Vernichtungswaffe der Menschen zu meinem Heim geworden ist. Ja, zu meinem Körper. Ein Leib aus Backstein und Granit, von dem aus ich den Verfall der Welt betrachte. Ein Mauerspalt, in dem du lauerst und aus dessen Schatten du dich nur hervorwagst, um ein Opfer zu verschlingen, das sich in deiner feigen Falle verfangen hat. Doch du hast den Fehler begangen, mich nicht zu fesseln, und daher bist du es, der sich meinem Willen beugen muss. Wille, Instinkt, Reflex. Für ein Insekt besteht da kaum ein Unterschied. Ich warne dich, Bruder. In gleichem Maße wie meine Gestalt wuchs auch mein Appetit. Komm her, mein Magen knurrt. Nope. Ich versuche jetzt... So, jetzt müssen wir warten, bis ich deine... Beinchen da drin festbohren quasi. Sollte hoffentlich irgendwann mal der Fall sein. Jetzt. So. Ja, komm, leg dein Ei. Und lauf. Und. Scheiße. Da wird nichts mehr. Die platzen nämlich irgendwann von selber. Problem ist halt wirklich mit dieser Kamerasteuerung. Wir müssen diese Eier nämlich auf ihn drauf werfen. So, jetzt hast du nur noch zwei Beinchen. Hallo. Minimal blöd gelaufen. So. Das hat schon mal funktioniert. So. Jetzt versuche ich es auch einfach mal ohne Story, wa? Beim letzten Mal hat es nämlich eigentlich ganz gut geklappt. Also wie gesagt, beim letzten Mal hat es eigentlich geklappt. Für gewöhnlich braucht man dafür den Soul-Reaver. Das habe ich früher immer nur mit dem Soul-Reaver gemacht. So. Wunderbar. Das Ganze müssen wir jetzt, glaube ich, noch ein einziges Mal machen. Ja, leg du deinen Kopf da noch hin. Komm. Put, 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 put. Braver Seefon. Genau, schön machst du das. Vergiss es. So, perfekt. Doch. Glaub's mir.
Mit der abtrünnigen Seele Sephons hast du dir eine neue Gabe einverleibt. Ganz wie seine vampirische Brut kannst du nun Mauern erklimmen, die sonst unpassierbar wären, aber nur auf der körperlichen Ebene. In der Geisterwelt können diese substanzlosen Gefüge dich nicht tragen. So. Danke, Kumpel, du hast gute Dienste geleistet. In den Bergen, jenseits der Säulen, hat die Verheerung, die Noskot erfasst hat, ein uraltes Verbrechen an den Tag gebracht. Durch Sephons Seele kannst du dort weiterkommen, wo du zuvor auf Hindernisse trafest. Ja. Und ich werde hier ganz kurz Cut machen, weil das hier ist wohl jetzt auch zum letzten Part. Und ja, wir sehen uns dann hier gleich im nächsten wieder. Also, ciao!